Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich melde mich heute bei euch bezüglich eines Kommentares, was gestern unter mehrere meiner Videos gesetzt wurde, von Pascal Peisen. Sehr langer Kommentar. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, einen so langen Text zu schreiben. Ich mache das Video jetzt an sich nur, weil da viele Sachen nicht ganz richtig waren, wie die beschrieben wurden, und ich das gerne auch klarstellen wollte. Ich habe mir hier so eine kleine Notiz gemacht, weil es ja doch schon ein längerer Text war, bevor ich durcheinander komme. So, und zwar waren die Videos nie dazu gedacht, zu sagen, der Makler ist besser oder schlechter oder der Versicherungsvertreter ist besser oder schlechter. Wie ich auch in einem anderen Video gesagt habe, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Und ja, dieser eine Punkt, den du geschrieben hattest, mit Makler ist auch ein Versicherungsvertreter, stimmt nicht ganz. Weil ein Versicherungsvertreter ist jemand, der eine Versicherung vertritt, ja, also heißt für sie auch agiert, in ihrem Namen auch zum Teil. Und wir als Makler agieren ja einzig und allein für unseren Kunden. Deswegen sind wir auch Makler und nicht Versicherungsvertreter. Daher schon mal der Unterschied, dass wir arbeiten immer für den Kunden und niemals für die Versicherung. Anders als der Versicherungsvertreter, der für die Versicherung arbeitet, ja, und nicht rechtlich gesehen auf der Seite des Kunden steht, wie wir als Makler. Das schon mal nur so klein, als kleinen Tipp oder Anhaltspunkt, was da auch schon mal der Unterschied ist. Dann sagtest du auch richtig, HGB 84er gibt ja auch selbstständige Versicherungsvertreter, dass die keinen Druck haben oder nicht weisungsgebunden sind, stimmt soweit nicht, weil wenn du dich vielleicht einmal daran erinnerst, als du dein Gewerbe angemeldet hast, allein die Probleme mit der deutschen Rentenversicherung, sich da befreien zu lassen, sofern man das möchte, weil das ja oft wird einem die Scheinselbstständigkeit unterstellt, weil man halt eben nur für einen Versicherer arbeitet und natürlich hat man seine Zahlen zu erfüllen. Also ganz genau bei dir sage ich auch, wenn du deine Zurich-Agentur hast und 2-3 Jahre in Folge die vorgegebenen Ziele in deiner Agenturstufe oder wie auch immer das bei der Zurich heißt, nicht erreichst, kommt auch der Bezirksleiter oder der Verkaufsleiter und sagt, hör mal Pascal, was ist denn da los? Die Zahlen stimmen nicht ganz so gut, gib mal ein bisschen Gas. So ist das nicht. Ja? Man kann sich als Versicherungsvertreter nicht auf seinen Bestand ausruhen und nichts mehr tun. Das finde ich schlecht formuliert in dem Kommentar und das stimmt so auch nicht. Und natürlich gibt es auch Angestellte, Versicherungskaufleute als Versicherungsvertreter bei der Iduna, DBK hat so ein System, die Allianz auch. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Dann hattest du auch als Beispiel genannt die MEG als Makler. Das ist natürlich das schlechteste Beispiel, weil er halt ein größenwahnsinniger, geldgieriger Mehmet Göker hinterstand, ja, der das Geschäft auch überhaupt nicht seriös oder beständig betrieben hat, sondern da war wirklich nur auf Provisionen aus, nur auf Abschlüsse, überhaupt gar nicht auf Beratung. Aber die sind interessant, die beiden Filme, heißen ja auch Versicherungsvertreter, sollte man sich mal angucken. So, und die Beratungsqualität, hattest du gesagt, hat nichts mit dem Status zu tun. Also die Qualität der Beratung hat nichts damit zu tun, ob ich Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter bin. Das kann ich so nicht ganz akzeptieren, weil wir reden ja von einer Beratung, nicht von einer Bedarfsaufnahme, ja, eine Aufnahme, was der Kunde überhaupt, sondern von einer Beratung. Wenn wir von einer Beratung sprechen, dann kannst du ja lediglich die Produkte der Zurich anbieten. Das heißt, da gibt es wohl ein paar Highlights in Produkten, aber auch ein paar Lücken, wo es bestimmt einen besseren Schutz gibt. Und du kannst halt nur eine ganz kleine Produktpalette anbieten, die du natürlich wahrscheinlich auch bestens kennst. Trotzdem ist da die Qualität der Beratung, finde ich, beim Makler umfassender, weitreichender. Und deswegen komme ich schon auch auf den nächsten Punkt mit der Ventillösung. Natürlich hat ein Versicherungsvertreter eine Ventillösung. Diese habe ich damals auch genutzt. Bei der Iduna hatten wir einen großen Makler in Hamburg. Jetzt ist das so, dass die dafür genutzt wird, um Produkte anzubieten bzw. Risiken abzusichern, die der eigene Versicherer, für den man tätig ist, nicht abdeckt. Wenn du jetzt von einer fairen Beratung sprichst, wie oben auch, das heißt ja, dann müsstest du ja theoretisch, wenn du siehst, dass die Hausratversicherung, nur mal als Beispiel der Zurich, gar nicht so gut ist wie die bei der VHV und die VHV sogar günstiger ist, dann müsstest du ja, wenn du von Beratungsqualität sprichst, selbst für diese Hausrat die Ventillösung nutzen, wenn du für den Kunden das Beste möchtest. Darin gehen wir schon mal überlegt, genauso wie mit der Krankenversicherung, bietet die Zurich auch an. Wenn der Kunde XY die und die Merkmale hat und bei der Zurich kommt Beitrag X raus zu den und den Leistungen. Die Inter aber beispielsweise, oder nehmen wir Signal Iduna, auch ein super Krankenversicherer, hat einen besseren Tarif, günstiger oder
beitragsgleich oder ein bisschen höher. Gehst du dann dahin und nutzt die Ventillösung für die PK voll? Glaube ich nicht. Deswegen, da haben wir schon wieder den Knack mit der Beratungsqualität. Da können wir auf alle zugreifen und den Kunden viel besser verarzten mit seinen Risiken, weil wir halt nicht nur ein starres Angebot an Produkten haben, sondern ganz variables und wir das selber zusammenstellen können. Und dann komme ich direkt auch schon mal auf einen weiteren Punkt, wo du sagtest, ich habe ja öfter gesagt, wir haben überall 500 Produktpartner, das ist richtig so, und ich kann ja gar nicht alle Bedingungen wissen und können, die Schikanen, die Highlights, alles drum und dran. Das ist gut so, das möchte ich auch gar nicht, weil sonst wird meine Birne platzen. Wir müssen immer nur wissen, wo wir uns das Wissen beschaffen können, und selbst das wäre noch zu viel Arbeit. Deswegen haben wir teure Vergleichsprogramme, Morgen-Morgen-Software. Das heißt, das sind aufwendige Softwarelösungen, wo alle Bedingungen, Highlights und Einschlüsse und Ausschlüsse hinterlegt sind und wir die Daten des Kunden eingeben und diese Maschine uns schön in Tabellenform aufzeigt, wo da Plus, wo ein Minus ist. Heißt super. Das heißt auch, ich brauche für einen Abschluss für zum Beispiel Hausrat, Haftpflicht, Glas oder sei es irgendein anderes Risiko, länger als ein Versicherungsvertreter, weil ich auch mehr Zeit brauche, wie ich es dem Kunden auch genannt habe. Deswegen dahingehend sorgen wir schon für eine sehr gute Qualität. Und natürlich bleibt es nie aus, da gebe ich dir 100% recht, dass in allen Branchen oder auch in Versicherungsvertreter, Makler, Mehrfachagent immer schwarze Schafe gibt, die nur an ihr eigenes Portemonnaie denken. Das ist traurig so. So habe ich auch noch nie gedacht. Ich bin mit 17 in die Lehre gegangen, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, von der Pike auf gelernt, nicht umgeschult wie 80% aus der Branche. Ich lebe und liebe Versicherungen. Dass meine Kunden einen spürbaren Nutzen von meiner Beratung haben, macht mir Freude. Also ich lebe das wirklich im Thema, und deswegen mache ich jetzt auch hier dieses Video, um so ein paar Sachen klarzustellen. Den Ordner hattest du gesagt, mitnehmen nur und das so zu übernehmen, wäre auch nicht richtig, da gebe ich dir komplett recht. Aber das war ja nur das erste Gespräch. Als Makler haben wir einen schwereren Einstieg als die Ausschließlichkeit teilweise, weil zum Beispiel übernehmen wir einen Kunden, der ist 20 Jahre bei Signal Iduna, der ist mit der Marke vertraut. Iduna ist für ihn eine Institution. Ja, die müssen sich erstmal an den Berater gewöhnen, aber die Marke mögen die. Und dann sind die da eher gewillt, irgendwas zu machen. Wir als Makler kommen ja ganz neu dahin, uns kennt man nicht, wir sind nicht gebunden. Deswegen vergleiche ich immer erst Äpfel mit Äpfel. Ich nehme den Ordner mit, sage, das hast du. Das Gleiche können wir zu x günstiger oder zu x gleich mit besseren, vielleicht mit besseren Leistungen machen. Und dann wird aber durchgegangen, hör mal, was ist denn überhaupt deine aktuelle Ist-Situation? Ist der Schutz ausreichend? Passt das? Haben wir Lücken? Haben wir einen doppelten Schutz? Und so weiter und so fort. Also deswegen, das kommt noch. So weitreichend haben wir das Video nicht gemacht, weil das hätte den Rahmen gesprengt. Die Leute gucken sich ungern 20 Minuten lange Videos an. So, das hatte ich. Die Schadenregulierung, ganz wichtig. Sagtest du, die wenigsten Makler haben eine Schadenregulierungsvollmacht. Das ist auch so. Und die wenigsten Ausschließlichkeitsvertreter auch. Und wenn sie es haben, haben sie so 250, 500.000. Ganz, ganz wenige haben eine Schadenregulierungsvollmacht über 1.000 Euro. Das ist natürlich klar, wenn alles passt, kann man Scheck ausstellen. Nur ich könnte jetzt eine Wette eingehen, bei einem Kleinschaden von 230 Euro hat der Kunde bei mir als Maklerkunde schneller das Geld als in der Ausschließlichkeit. Weil bis der Scheck gut geschrieben ist, dauert 10 Tage. Nach der Schadenbearbeitung die Überweisung, 3 Tage hat er nach 5, 6 Tagen, in manchen Fällen sogar 48 Stunden später das Geld. Und ein Sachbearbeiter in der Hauptverwaltung, der die Schäden bearbeitet, kann bei der Ausschließlichkeit auch nur nach Aktenlage entscheiden. Aber das Schöne ist, dass wir immer noch ein hohes Wort bei den Versicherungen als Makler haben. Also wir können uns für vieles einsetzen, viel auch über Kulanz machen. Und wir vermitteln ja, wir machen ja das Schadenmanagement. Wenn die Wohngebäude da ist, die Hausrat da, dann managen wir das ja. Das ist ja unsere Arbeit. Das heißt, da muss ich nicht die Provinzial beispielsweise mit der Allianz absprechen. Das machen wir alles. Dafür bekommen wir auch Geld. Also von daher ist das so. Aber ich meine, wenn wir uns den Trend angucken, noch momentan ist die Ausschließlichkeit Nummer 1, ja. Aber die nehmen ja ab. Viele Versicherer bauen ja ihre Maklerabteilungen aus, ja, weil sie sehen, die Ausschließlichkeiten kosten uns einfach ein Schweinegeld. Nicht nur in der Verwaltung, auch in diesen laufenden Kosten. Ja. Das haben sie beim Makler nicht. Also von daher geht die Tendenz ein bisschen weg von den Ausschließlichkeitsvertretern, obwohl ich die trotzdem noch gut finde und die auch bestehen bleiben sollen, keine Frage. Generell haben wir ja noch das Problem mit diesen ganzen Feintechs und den Vergleichsportalen, wo die Beratung sowieso wegbleibt. Aber das ist eine andere Sache. Ich wollte diese paar Sachen jetzt eigentlich nur klarstellen, weil an sich fand ich den Kommentar nett, nur zu Ende fand ich den ein bisschen aggro, weil das eigentlich nur so
die Leute mich gebeten haben, wie man das mal so abfilmt. Natürlich kann ich hier nicht die Tabelle aufzeigen. Wie lernen wir das? Machen wir erstmal Smalltalk-Begrüßung, dann vermeiden Sie Religion, vermeiden Sie Gespräche über Fußball und so weiter. Das wäre zu umfangreich gewesen. Ja, es ging ja eher darum, dass man hier mal die Gestik auch mit sieht, dass man sich zum Kunden hinbeugt und wie man mit dem Kunden spricht, dass man sich niemals gegenüber von dem Kunden setzen sollte und so. Das sollte das veranschaulichen. Und um Gottes Willen wollte ich niemanden schlecht machen. Aber viele Sachen aus deinem Text kann ich entnehmen. Daran sieht man, dass du halt kein Makler bist oder dich damit großartig beschäftigt hast, weil viele Aussagen halt einfach prinzipiell falsch waren in dem Kommentar. Aber ich es trotzdem toll finde und beim nächsten Mal wäre es auch nett, ein Kommentar reicht, weil ich kriege eine Benachrichtigung. Über 3-4 verschiedene Videos einen gleichen Kommentar zu machen, meiner Meinung nach sinnfrei. Aber jetzt ist es passiert. Aber wir können ja auch lieber Synergie nutzen, wenn mal was ist, einfach mal in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, Pascal Peisen, hat es mich sehr gefreut, dass du das kommentiert hast. Ich wünsche dir und euch allen natürlich auch friedliche und fröhliche Weihnachten. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, was ich nicht glaube, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, hau die aufgesalt, euer Versicherungssheriff. Ciao.